Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Ja, wir haben in der letzten Folge den Hängegleiter und diesen Turm hier geholt und auch schon platziert. Und seitdem ist eine Menge Zeit vergangen und wie ihr seht, wir haben die Base ganz schön erweitert. Ich habe die ganze Crew zusammengetrommelt und wir haben hier die ganze Arbeit geleistet. Ich bin sehr stolz auf meine Crew. Und ja, wir haben einen zweiten Verteidigungsring gebaut um diesen Turm hier. Den dann mit dem ersten verbunden und dann diese ganzen Fallen drum gesetzt. Und ja, das ist ein Bug da vorne, wie ihr seht. Naja, auf jeden Fall, ich habe noch vor, hier noch ein Haus reinzubauen. Das machen wir in dieser Folge. Und ja, dann würde ich sagen, ich gebe euch mal eine kleine Tour hier. Genau, hier, da kommt das Haus nachher drauf. Hier, genau, dann habe ich hier noch so ein kleines Beet gebaut. Das wächst auch ganz schön, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt da schon die Beeren abgegessen. Ich weiß nicht, ob die nochmal wachsen. Hier ist irgendwo ein Wildschwein. Ja. Ja, genau, wir haben wieder keinen Platz für Fell und Fleisch. Wir brauchen wieder neue Lager, deswegen habe ich mir überlegt, ob wir da noch ein Haus reinbauen und da ist das Wildschwein, noch ein Haus reinbauen und da halt das Fell lagern. Genau, das kennt ihr alle schon. Hier geht es dann durch zu der Seilrutsche, die wir beim Bau von dem Ganzen hier leider wieder kaputt gemacht haben und nochmal neu bauen mussten. Oh, jetzt bin ich ins Feuer reingelaufen. Ah, Freunde! Oh. Genau, ich habe mir diese Wärmeanzug gecraftet. Genau, ich sehe mal wieder die Rüstung an. So, perfekt. Genau. Ja, unten haben wir gar nichts gemacht so. Wir haben... ich krieg mal kurz was. Wir haben tatsächlich nur hier oben alles erweitert. Genau, hier. Ich habe noch diesen komischen Kopf, die komischen Köpfe hier aufgehängt. Genau, und ich habe den Bug gefixt. Also nicht gefixt, ich habe eine Lösung gefunden, wie ich wieder Tücher krieg. Und zwar gibt es da so eine Höhle, wo so Kisten drin spawnen. Wenn man die kaputt macht, kriegt man jeweils vier Stoff. Und ja, das habe ich gemacht. Und dann habe ich so Fackel platziert und dann spawnen die jedes Mal, wenn man wieder in die Höhle reingeht. Ich habe jetzt wieder 500 Stoff. Genau, wenn ihr wollt, dass ich ein Video dazu mache, könnt ihr mal hier oben rechts abstimmen. Ist ganz einfach. So, ja, dann fangen wir mal an mit dem Häuserbau hier. Ich mache wieder so Standardwände. Hier kann man nämlich noch einen zweiten Geschoss drauf platzieren. Genau, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Wir wollen an beiden Seiten noch ein bisschen, an allen vier Seiten noch ein bisschen Platz lassen, damit man da noch lang laufen kann. Genau. Na, ich will die Wand gerade lassen. Na, perfekt. Die ist nicht gerade, verdammt. Die ist nicht gerade. So, nochmal das Ganze. Zack. Und zack. Na, ist die gerade? Ja, die ist gerade. Zack. Ach, shit. Nein! Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Und alles nochmal. So, platzieren wir die wieder, ziehen sie hier lang, ein bisschen Platz, dass man vorbeilaufen kann. So, perfekt. Dann hier noch lang. Das ist geknippt. Und ich habe die Soundeffekte ein bisschen lauter gestellt, die hat man sonst kaum gehört. Und dann hier noch lang. Ja. Ja. Und jetzt die letzte Legs. Und das war's. Sehr schön. Dann würde ich sagen, platzieren wir hier mal gleich die Türen rein. Ja, zack. Hier würde ich keine Tür reinmachen. Nee, dann kommt hier noch eine Tür rein. Ist auf der falschen Seite. Yes. Und Fenster können wir hier noch eins reinmachen. Da noch eins. Nee. So. Und hier noch eins. Ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, die Wände zu bauen. Ich würde dann an die Seiten hier noch draußen so, wie nennt sich das, Blumenkästen machen, genau, und Vogelhäuschen. Genau, so, dann will ich doch mal Holz, dann habe ich das hier irgendwie platziert. Wo ist das Ding hin? Muss man Holzkahn hin? Nein, wie ist denn der da runtergekommen? Ich glaub's nicht, jetzt darf ich das Ding da wieder hochschieben. Nee! Na komm, auf die Beine mit dir. Wenigstens kann man ihn noch aufheben. Jetzt muss man sich kurz drehen. Und dann wieder zurück zum Lager. Da habe ich wieder den ganzen Berg hochgeschrieben. Ich glaub's nicht.
Ist der überhaupt da runtergekommen? Oh je. Jetzt ist da auch noch so ein Fettsack. Ich glaub's nicht. Komm her! Oh, alle fallen wieder decken. Oh Gott, hilf! Oha! Jetzt kommt. Oh Gott! So, hab ich dich jetzt wenigstens? Jawohl, hab ich dich erledigt. Sehr schön. So, dann, holen wir uns hier noch unsere Rüstung. No, perfekt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich diesen bescheuerten Wagen da hoch gekarrt habe. So, es ist ein bisschen mehr Zeit vergangen. Ich habe jetzt... Oh, ich habe die Tür draußen platziert. Ich habe jetzt das Haus soweit fertig. Genau, also die erste Etage. Und ja, jetzt geht's ans Einrichten. Ich glaube, ich mache das jetzt mal kurz. Dach hier oben drauf, genau, also erste Etage. So, hat jetzt doch noch ein bisschen länger gedauert, aber ich bin fertig. Und ich habe hier draußen jetzt zwei Vogelkästen platziert und hier noch vier von diesen Blumenkästen. Genau, hier gibt es dann die Treppe. Schauen wir uns gleich nochmal von der anderen Seite an. Hier drin sind jetzt zwei Fallkörbe und zwei Knochenkörbe. Einmal ein Rüstungsständer und ein wieder für Bomben und Waffen. Fleisch und Fell und genau noch diese Regale und einen Hasenkorb und hier oben ist natürlich wieder der erste Stock, wo man dann leider außen die Treppe hochgehen muss, weil innen drin das ging irgendwie nicht. Genau, und dann kann man da in den ersten Stock rein. Vielleicht mal noch einen zweiten Stock drauf und Dach, mal schauen. Kurz noch die Fenster hier rein. Genau, oben wird dann so mehr der ich nenne es mal Wohnbereich, wird dann da hinkommen. Vielleicht mache ich dann noch so eine Seilrutsche von da oben nach, keine Ahnung, nach ganz unten oder so. Mal schauen. Genau. Tada. Fertig. Wundervoll. So, dann, ja. Würde ich sagen, ich baue das jetzt nicht, weil das würde den Rahmen sprengen dieser Episode. Ich würde sagen, ich mache das einfach bis zur nächsten Episode und dann, genau, vielleicht platzieren wir hier draußen noch so einen Balkon hin. Mal schauen. Aber ja nicht. Genau, dann würde ich sagen, mache ich das bis zur nächsten Episode. Wir checken jetzt nochmal kurz das Lager, ob hier irgendwie was kaputt gegangen ist. Ja, wir wurden wieder überfallen. Ich glaube es nicht, sind sie wieder abgehauen. Einfach reingerannt, das Ding kaputt gemacht und abgehauen. Ich glaube es nicht. So. Genau, dann würde ich sagen, machen wir das bis zur nächsten Episode. Das Haus. Und dann zeige ich euch da wieder, also wie wir das gemacht haben. Richten den zweiten Stock ein und so. Ich glaube es nicht, was ist denn da los? Versammlung oder wie? Ich glaub's nicht. Dann kriege ich wenigstens wieder ein bisschen Stoff. Ich glaub's ja nicht. Hey. Verschwindet doch einfach. Ihr habt hier nichts verloren. Hey. Was soll das überhaupt? Was bringt es denn? Hier ist noch ein Ding. Tschüss. Ey, ich stell noch mehr Totems auf von mir. Ich glaub's nicht. Alle Fallen wieder deaktiviert und dann abgehauen. Da hinten ist auch noch was deaktiviert. Nicht mal Kannibalen sind da so, die man zu Knochen verarbeiten könnte. Naja, so. Okay, dann ich würde sagen, wir lernen noch kurz die Hasenkörbe hier vorne. Oh, ein Hase ist da. So. Dann deaktivieren, genau, dann... Ich brauche unbedingt ein Felllager. Ich kann das Fell nämlich nicht mehr kaum noch tragen. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr für Fell jetzt. Da ist eine Eidechse drin. Die würde ich sagen, nehmen wir kurz mit. Zack. Ich weiß nicht, ob ich noch Echsenfell tragen kann. Nein, kann ich nicht. So, wieder reaktivieren hier das Ganze. Zack. Und den auch. Ne, ich habe sogar einen schon abgerissen. Weil ich so viel Fleisch kriege und ich gar nicht weiß, wohin damit. Deswegen, ja, habe ich einen schon kaputt gemacht. Aber jetzt, wenn wir die neuen gebaut haben, haben wir wieder ein bisschen Platz. Ich glaube, ich kann sogar schon dreimal am Tag oder so Fleisch essen. Genau, hier sind auch noch ganz viel drin. Ich glaub's gar nicht, ey. Zack. Noch eins, zack. So. Und wieder Fleisch. Dass man dann auch an die Fleischhalterung, Fleischlager hängen kann zum Trocknen. Zack, nehmen wir mit. Genau, da ist alles voll. Dann gehen wir wieder hoch. Zack. Ich glaube, ich überarbeite das drin nochmal ein bisschen so.
Weil ich weiß nicht, ob man da an diese ganzen Fleisch Ständer, Lagerungsteile drankommt. Und dann die Felllager, glaube auch nicht ganz. Ich überarbeite das nochmal. Ihr seht das dann in der nächsten Folge, wie ich das genau gemacht habe. Genau, hängen wir das. Ja, komm. Ja. Hängen wir das Fleisch nochmal kurz hier oben hin. Zack, 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 zack. Und es ist wieder voll. Ich glaube es nicht. So. Dann. Ja. Würde ich sagen, war es das für heute. Da ist nochmal der Turm, genau, den wir letzte Episode gebaut haben. Gehen wir nochmal kurz rüber und schauen uns das nochmal ganz an. Weil wir jetzt sind, genau. Zack. So sieht es jetzt aus. Ich würde es noch ein bisschen überarbeiten. Ich glaube, ich mache hier noch ein paar von diesen Fleischlagern weg und baue die ein bisschen anders hin. Ihr werdet dann, wie gesagt, sehen, wie das nächstes Mal aussieht. Aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Genau. So, was kann man noch machen? Ich glaube, das war's, oder? Wir könnten nochmal... Oh, es gibt neue Kerne. Ja, wie haben wir denn mittlerweile? 9 Stück und einen so einen... Was machen wir jetzt eigentlich mit dem? Wachsen da noch welche oder muss ich die jetzt... Okay. Das klärt einiges. Ja, wir machen die einfach kurz weg. Zack, den auch noch. Na, dann den auch noch. Dann essen wir das hier noch alles. Wir noch ein paar Samen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die reichen. Zack, zack. Einfach weg. So. Und pflanzen nochmal neues Zeug. Genau, perfekt. Machen wir den auch noch rein. So. Jo, dann schauen wir nochmal draußen. Was machst du? Tschüss, 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 tschüss. Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaube nur Wildschweine können da durch die Tür durch, oder? Oh. Hä? Hä? Ist es unsichtbar? Naja. Genau. Das ist wieder der Bug hier, den ich nicht wegkrieg. Irgendwie habe ich da eine Wand platziert und die ist unsichtbar oder so. Ich weiß es nicht. Genau, gehen wir nochmal hier hoch. Ich habe oben auch noch so eine Bank platziert, wo man sich draufsetzen kann. Ein bisschen die Landschaft genießen kann. Hier ist diese Seilrutsche, wo man dann rüber kann. Durch die Treppe runterlaufen. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, war's das für, dieses Wildschwein. Ich glaub's ja gar nicht. Das ist ja komplett verpackt. Ja, nice. Jetzt ist es. Wo bist du? Ich glaub's nicht. Diese Wildschweine. Ja. Diese Wildschweine machen einen Kürre. Was mache ich jetzt mit dir? Ich habe kein Fleischlager mehr. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ja. Okay, dann haben wir wenigstens schon mal Fleisch für unsere neuen Fleischständer hier drin. Dann würde ich sagen, war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und einen netten Kommentar und über ein Abo natürlich auch. Und wenn ihr es weiter erzählt, würde es mich natürlich auch sehr freuen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Da ist nochmal das, was wir heute geschafft haben. Genau, dann bis zur nächsten Folge. The Forest. Tschüss.